Hallo zusammen, heute präsentiere ich euch den Dreiseitenkipper. Es ist das Modell KP3532HT mit der Maßen 3,14 m mal 1,75 m und 40 cm Bordwand, eine Ladehöhe von ca. 80 cm. Dieser Anhänger hat ein Eigengewicht von ca. 950 kg und eine Nutzlast von 2550 kg. Neben diesem Anhänger haben wir noch zwei andere Modelle. Es ist das Modell KP3032HT mit dem gleichen Maß, aber ein Gesamtgewicht von 3 Tonnen und ein Eigengewicht von 890 kg bei einer Nutzlast von 2110 kg. Außer diesen beiden Modellen gibt es noch das größte Modell, der Bruder von diesen beiden Modellen. Es ist das Modell KP3540HT mit dem Maß 4 Meter mal 2, Bordwand auch 40er, ein Eigengewicht von 1040 kg und eine Nutzlast von 2460 kg. Bei dieser Variante handelt es sich um eine zusätzliche Bordwanderhöhung und die komplette Höhe beträgt 80 cm. Jetzt kommen wir zu den Parametern des Anhängers. Der Rahmen verschweißt, komplett feuerverzinkt. Die Bordwände angefertigt aus hochwertigem Aluminium. Der Boden selbst angefertigt aus einer Stahlplatte, 3 mm dick. Zuzüglich befinden sich in der Bodenplatte 4 Zuösen, die dazu dienen, die Ware ordnungsgemäß und sicher zu befördern. Des Weiteren, der Anhänger hat eine Kugelkupplung, ein Schwerlaststützrad, eine Handbremse und das wichtigste Merkmal, die Kippvorrichtung für den vierstufigen Kippzylinder, bedient mit einer Fernbedienung und eine Batterie sowie die manuelle Einrichtung mit einer Stange. Der Anhänger selbst steht auf einem Niederfahrwerk 13 Zoll, umgeben von zwei Kotflügeln, angefertigt aus hochwertigem Alu-Riffelblech. Außer der Beförderung von körnigen Materialien wie Sand, Erde, Schutt oder Stein, dient uns der Anhänger auch dazu, um kleine Baumaschinentransporter zu befördern. Als Option können wir hier zwei Heckstützen einbauen, einmal von der linken Seite, einmal von der rechten Seite, sowie unter dem Platteur des Anhängers zwei Alu-Aufwaschschienen in der Länge von 2,50 m. Der Anhänger hat eine große Auswahl als Zusatzausstattung, wie zum Beispiel das Laubgitternetz mit der Höhe von 62 cm, einer Flachplane in verschiedenen Farbtönen, eine Plane mit Spiegel mit der Gesamthöhe ab Bodenplatte 2 Meter sowie das Stoßdämpferfahrwerk, die uns ermöglicht, mit dem Anhänger 100 km/h
zu fahren. Dies und andere unsere Produkte findet ihr auf der Internetseite anhänger.de. Wenn euch dieser Film gefallen hat, gebt einen Kommentar, Daumen hoch und bis auf nächstes Mal.